Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau, heute mit einem Sondervideo, ganz außertourlich. Normal sollte jetzt mein Q&A-Video zum Thema Blackout kommen, mit echt tolle Fragen von euch. Ist auch richtig gut, ist alles auf YouTube hochgeladen und. Aber gestern Abend kurz vor 8 Uhr habe ich etwas gesehen und das hat mich auch gar nicht mehr schlafen verlassen. Und deswegen gibt es heute mal ganz außertourlich am Freitag ein Mitdiskutier-Video mit euch, weil was ich gestern gesehen habe, das betrifft uns leider alle. Und zwar gab es gestern die Entscheidung der EZB, oder eigentlich kann man sagen, lieber die Entscheidung von Mario Draghi, der eigentlich dieses Schiff verlässt, als Kapitän, seine vorletzte Sitzung gehabt hat, und der aber jetzt entschieden hat, wie das Schiff die nächsten 10 Jahre weiterfahren soll. Was eigentlich normal der neue Kapitän entscheidet, und auf den habe ich eigentlich gewartet. Ich habe nicht gedacht, dass er noch was macht. Ja, was ist passiert? Tja, das Wachstum lässt noch, die Inflation steigt. Und scheinbar muss die Kacke wirklich am Dampfen sein, sonst würde zu sehen die Maßnahme nicht greifen. Hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Ich dachte, wir entwickeln uns langsam wieder in die andere Richtung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel gedacht habt, euer Guthaben, das ihr auf der Bank habt, bringt euch in Zukunft wieder was. Ganz vergessen. Ganz im Gegenteil. Ihr werdet demnächst Strafzinsen dafür zahlen. Und wenn ihr wissen wollt, was alles passiert ist und was das für Auswirkungen auf euch habt und mitdiskutieren wollt, bleibt einfach dran. Was ist passiert? Also der Leitzins ist nach wie vor bei 0,0% geblieben. Ich hätte gehofft, er geht wieder nach oben, aber dem ist nicht passiert. Was aber passiert ist, die Strafzinsen für die Banken sind erhöht worden. Es bedeutet, wenn die Bank der EZB kurzfristig Geld parkt oder wenn die dort parken, dann zahlen die jetzt Strafzinsen 0,5. Das bedeutet, die Kosten für die Banken werden sich massiv erhöhen. Und wenn sich die Kosten für die Banken erhöhen, wer wird das im Endeffekt bezahlen? Ah, genau, wir. Wieder der kleine Sparer oder auch der große Sparer in dem Fall, der eben noch weniger Zinsen bekommt, wenn das nur geht, oder sogar zahlen muss dafür. Das wäre also jetzt wahrscheinlicher. Oder Kontoführungsgebühren werden erhöht oder sonstiges, weil die Bank muss das ja wieder irgendwo reinholen. Ist einfach mal so. Was noch viel schlimmer war, er hat die Anleihenkäufe wieder eingeführt mit 240 Milliarden Euro pro Jahr. Und das mit der Bezeichnung, solange wie dies nötig ist. Das heißt, wir kaufen weiterhin irgendwelche fauligen Sachen rein, damit die ganzen Staaten Geld mit beiden Händen zum Fenster rausschmeißen können. Um es mal vereinfacht zu sagen. Die Aussage war, EZB wird alles tun, um den Euro zu retten. Für mich heißt das ganz einfach, das sind Zeichen für einen massivsten Abschwung. Für richtig massiv, sonst mache ich sowas nicht. Und in Deutschland regt sich auch gegen diese Politik bei den Banken und bei den ganzen Börsianern und sonstiges massivster Widerstand gegen diese Politik, weil uns schadet die weit mehr, als uns die helfen würde. Es hat seine Vorteile gehabt für den deutschen Staat und die will ich euch nicht vorenthalten. 2008 haben wir ja mit dieser Zinspolitik angefangen. Und seit 2008 hat der deutsche Staat 370 Milliarden Euro an Zinsen eingespart. Der DAX ist in der Zeit um 54% gestiegen. Und wir haben einen Rekordaufschwung mit Rekordbeschäftigung, zumindest wenn man die Statistiken glaubt. Das ist jeden Seins auch. DAX hilft auch den wenigsten, weil die wenigsten Deutschen sind Aktionäre. Leider bei uns so. Das gibt es in anderen Ländern ganz anders. Also das waren die positiven Sachen. Nichts positiv, wo es auch nicht was Negatives kommt. Und jetzt kommt eigentlich das Negative für uns wieder. Seit 2008 haben die deutschen Sparer 650 Milliarden Euro verloren. Also wir haben nicht nur das verloren, was der deutsche Sparer eingespart hat. Also im Endeffekt ist das nichts anderes wie eine versteckte Steuer, was anderes ist das nicht, sondern sogar noch das Doppelte drüber hinaus. Die Immobilien sind um 70% gestiegen in den letzten 10 Jahren. 70%, was bedeutet natürlich, dass die Mieten dementsprechend der Wertsteigerung auch folgen. Und damit wird es für uns alle teurer. Ganz einfach, das ist der Hintergrund dieser Politik, weil keiner weiß mehr, wohin mit Geld, also kaufe ich Immobilien logischerweise. Was soll ich sonst mit meinem Geld machen? Ich kann sonst nichts mehr machen. Baukredite sind so billig wie noch nie, und wenn ich noch nie sage, meine ich noch nie in der Geschichte Deutschlands, nicht der Bundesrepublik, sondern insgesamt aller Jahre, gab es noch nie so billige Baufinanzierungen.
Ich bin selber in dieser Branche tätig und ich habe jetzt ein Kundenangebot gemacht, 10 Jahre fest für 0,36%. Als ich angefangen habe, hätte ich das Angebot mit 6,7% gemacht. Nur mal um diese Verhältnisse zu sehen. Es steht also, ich weiß nicht. Die Euroländer machen seitdem Schulden wie noch nie. Plus 40% Schulden in die letzten 10 Jahre. Bei einer Firma würde man sagen, kurz vor dem Konkurs. 10 Billionen Euro haben wir schon an Staatsschulden mittlerweile im Euroland. 10 Billionen Euro. Und ich frage mich, wer zahlt das irgendwann mal wieder zurück? Wer kann das zurückzahlen? Weil wir brauchen ja immer mehr und mehr und mehr Geld für unser Ding. Mittlerweile sind 2/3 aller Euro-Staatsanleihen sind negativ. Das bedeutet, ich leihe am Staat Geld, damit er damit arbeiten kann und ich kriege nichts dafür. Nein, ich muss auch noch dafür bezahlen. Also irgendwo ist hier mittlerweile der Wurm drin. Wenn ich mir halt Geld leihe, kriege ich teilweise sogar Geld dafür. Das ist kein Scherz mehr, das ist auch keine Werbung mehr, sondern es ist tatsächlich so. Ich zeige euch mal die Einstiegskonditionen der Banken Stand heute. Das heißt, wenn eine Bank halt einen 5-jährigen Kredit, eine Staatsanleihe kauft, um euch einen 5-jährigen Kredit anzubieten, kriegt ihr dafür 0,35%. Also die leiht sich Geld und kriegt dafür was. Was ist das für eine Politik, bitteschön? Was bedeutet das jetzt konkret für uns? Ja, machen wir mal ein einfaches Beispiel, ein wichtiges Beispiel. Altersvorsorge. Ist ja ein Punkt, den die meisten nach hinten rausschieben, aber irgendwann gehen wir in Rente. Nur die gesetzliche Rente wird ja immer weniger, das wissen wir ja alle. Und deswegen habe ich ja privat was gemacht. Und ich habe mir jetzt einfach mal den Spaß gegönnt und habe mir mal als Angebot von 1995 angeschaut. Und da wurde eine kapitalbildende Lebensversicherung mit 7% Nettorendite berechnet. Und das war nicht unrealistisch. Weil ich weiß von einer, die mit 8,23% Nettorendite ausgezahlt wurde. Also man ist schon Prozent runtergegangen und man gesagt hat, vielleicht läuft es nicht mehr ganz so gut. Um das mal in Worten auszudrücken, so Standard, 100 Euro monatlich für die Altersvorsorge über 35er wegsparen, das ist so Standard, dann hätte ich früher mit 7% 172.000 Euro rausgekriegt. Mache ich die gleiche heute, heute gibt es nur vielleicht 2,5%, in Zukunft, wie wir gerade gehört haben, noch weniger. Dann kämen nur 67.000 Euro raus. Das ist nur ein Drittel. Ein Drittel kommt nur raus. Noch dazu kommt, wenn ich das Ganze dann als Zusatzrente habe, das heißt, ich verrente das Ganze, dann hätte ich früher ungefähr pro 100.000 Euro, was ich als Sofortrente einzahle, 500 Euro monatlich Rente bekommen. Jetzt leben wir aber sehr viel länger, jetzt sind es nur 250 Euro. Sprich, damals wurde versprochen, eine Rente von 860 Euro. Heute reden wir noch von 167 Euro. Es kann also keiner mehr vernünftig ohne Risiko privat vorsorgen, dass es für die Altersversorgung reichen wird. Und was kümmern wir uns aber in der Politik? SUVs sind böse, Diesel sind böse. Energiewende brauchen wir sofort. Aber das Thema, was wirklich auf uns zukommt, dass nämlich alle Rentner in Zukunft Hartz-IV-Empfänger werden, anders geht es nicht mehr. Ach, das interessiert eigentlich gerade keinen bei der Politik. Das gilt übrigens auch für Direktversicherung, Pensionskassen, U-Kassen, alles. Also das ist mal der absolut negative Punkt. So, und was sagt jetzt der Draghi zu dem Ganzen? Er sagt, die Staaten müssen ihre Ausgaben massivst erhöhen. Heißt, ihr müsst Schulden machen. Also wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren 40% mehr Schulden gemacht und er will, dass wir noch mehr Schulden machen. Warum? Kann man eigentlich ganz einfach sagen, er ist Italiener, wie gesagt, die Wahlversprechen müssen jetzt alle finanziert werden und er schaut jetzt, dass er dem italienischen Staat hier einen richtigen Schubs gibt, damit die diese Wahlversprechen tatsächlich erfüllen können, was natürlich sehr kurzfristig gedacht ist, weil irgendwann muss ich den Scheiß einmal wieder zurückzahlen. Für mich, und das war auch das bei der ARD-Börse vor 8 als Fazit, es klang wie ein Eingeständnis der EZB, unsere Mittel sind jetzt erschöpft und das sind jetzt die Vorboten für die Kämpfe, die in Zukunft oder die jetzt beginnen werden. Ich persönlich sage, EZB ist ein Gefangener ihrer eigenen Fehlentscheidungen der letzten 10 Jahre, nehme ich jetzt einfach mal, und kommen jetzt nicht mehr raus. Es gab dann eben Stimmen auch noch drin aus Deutschland, die dann sagen, der Zweck heiligt eben nicht alle Mittel. Und
Ein sehr guter Satz. Die Politik gehe komplett am Bürger vorbei. Das geht so lange, bis das System zusammenbricht. Und das kann mit ARD. Ich verabschiede mich mit einem Spruch, auch aus der Sendung. Die EZB erinnere an einen Autofahrer, der in eine Sackgasse fährt und jetzt nochmal richtig beschleunigt. Und was am Ende in der Sackgasse ist, wissen wir alle. Also, wie ist eure Meinung? Haut's mir's unten in die Kommentare ein. Ansonsten, wie gesagt, das Q&A-Video kommt halt jetzt nächste Woche. Es hat sich halt jetzt alles ein bisschen verschoben, aber das musste jetzt einfach raus. Das war mein persönliches Bedürfnis. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder mal Like freuen. Wenn noch nicht passiert, gerne meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.